Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Marvel Champions. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, real, also man sieht auch ab und zu mal meine Hände. Heute mit Riri Williams oder auch Ironheart. Das Besondere bei ihr, sie hat weitere Formen. Ich hoffe, alles ist scharf. Dann ziehen wir mal unsere Hand, was 2, 3, 4, 5, 6 sind. Gemischt habe ich schon alles und ihr werdet meine Hand wahrscheinlich relativ wenig sehen, anders wie in Tabletop Simulator. Und an sich wird der Anfang relativ einfach. Wir möchten die Schubdüsen spielen, geben dafür zwei aus. Wir möchten die Photonenblaster spielen, geben dafür zwei aus. Dann erhalten wir 4 Lebenspunkte. Wechseln in die Ironheart Variante. Wir brauchen Fortschrittsmarker, was wir gerade wenig haben. Aber dann aktivieren wir den Photonenblaster. Ich kann Soundeffekte von Tony übernehmen, um einen Schaden reinzuhauen. Bedrohung, Schaden, perfekt. Dann habe ich hier drüben auch ein paar Marker. Kriegt Rhino eine Bedrohung. Und diese Marker schütte ich mir am besten mal hier auch direkt drin. Und dann gibt es hier noch die Statuskarten. Die ich vielleicht auch... Hätte ich vielleicht beides vorher machen sollen. Jedenfalls... Rhino greift uns dann an. Wir möchten blocken mit einer Verteidigung von 3. Rhino hat 2, das heißt kein Schaden. Wir kriegen eine Begegnungskarte, die kann ich hier immer direkt aufdecken. Lege ein Upgrade oder einen Vorteil oder eine Kontrolle ab. Das ist so. Ah, ich habe vergessen aufzuziehen. Moment, da könnte eventuell noch was kommen. Nö. Also dann legen wir mal die Schubdüsen ab. Verlieren wieder 2 Lebenspunkte, also hat uns doch indirekt Schaden gemacht. Ja, das hier ist auch wieder ready. Und weiter. Das bringt mir alles wenig. Ich möchte den Erfindergeist spielen. Leg dafür das beides ab. Moment. Das beides abgehen. Es lohnt noch nicht in Alter Ego zu gehen. Machen wir erstmal einen weiteren Schaden. Eventuell blende ich auch. Also blende ich hier unter Rhino noch was ein und vielleicht hier im Eck immer die Leben. So, dann switch mal zurück, aktivieren das Wunderkind, geben hier eine Science-Ressource aus und
Wenn ich mich mal hier würfel. Hüpp. Es ist ja eh ein Universalmarker, den ich mal hier nach unten pack. Der Vorteil, wenn man D&D und so weiter spielt, dann ziehen wir 1, 2, 3, 4, 5 und 6 auf. Dann werden wir wieder ready gemacht. Er kriegt hier einen drauf, dann plant er für 2, das heißt, wir können den hier runternehmen und den hier drauflegen. Dann kriegen wir eine Begegnungskarte. Nein, bitte nicht schon wieder. Er plant wieder um 2. Yo. Das war dumm vorhin. Dann aktivieren wir direkt mal wieder ihre Wunderkind. Packen hier eins drauf. Ich würde 1, 2. Dann spielen wir Snowguard, geben dafür diese Ressourcen aus, darunter das Geniestreich. Das heißt, wir erhöhen hier um 1, ziehen eine Karte. Packen 2 Marker auf. Ich entschuldige mich für alles, was ein bisschen lauter ist. Dann die Karte haben wir gezogen. Dann switchen wir zurück zu Ironheart. Dann leisten wir einmal mit ihr hier Widerstand, weil sie 2 Marker drauf hat, hat sie 3 Widerstand. Das heißt, von dem hier sind noch 3 übrig. Dann geben wir uns selbst einen Moralschub, geben dafür das hier aus. Wir kriegen plus 1 auf alles, leisten dann nochmal 2 Widerstand gegen den Plan und schießen einmal mit dem Photonenblaster. Dann Ende vom Zug, weil ich keine Handkarten mehr habe. Und tappen wir wieder alles, ziehen auf 4 auf. Ich lege meine Handkarten mal hierher. Dann Rhino kriegt wieder eine Bedrohung auf seinen Plan. Rhino möchte angreifen. Wir wehren mal mit Snowguard ab. Das sind nur 2 Schaden, was aber Snowguard tötet. Also mit K.O. haut. Dann kriegen wir eine Begegnungskarte. Und der Schurke greift an, das heißt, wir blocken, wir haben immer noch den Moralschub mit einer Verteidigung von 4. Rhino macht uns immer noch keinen Schaden. Wir müssen eigentlich viel switchen, damit wir viel
unser Zeug hochpacken können. Ist nämlich wichtig, dass wir mit Ironheart in unseren weiteren Versionen gehen. So, dann schießen wir erstmal. Dann spielen wir Ronnie Williams, geben dafür das hier aus. Dann gehen wir zurück in Alter Ego. Tappen den Erfindergeist um 4. Tappen sie hier für 5. Dann haben wir noch zwei Handkarten, das heißt wir ziehen 1, 2, 3, 4 auf. Kurz mal gucken. Hier enttappen. So, und dann kriegt Rhino hier wieder einen Marker, plant dann für 3, dann gibt's eine Begegnungskarte. Ein kleiner Rückschlag. Entferne einen Fortschrittsmarker. Ja, das können wir machen. Von deiner Identität, dann lege diese Karte ab, was auf diese Weise können. Lege sie ab. Okay. Ein kleiner Rückschlag ist nicht so schlimm, wie man denkt. Dann fangen wir an. Wir packen 2 weitere Marken auf uns. Dann switchen wir zu Ironheart zurück. Moment. Leisten einmal Widerstand. Dann sind wir bei 5. Aktivieren dann ihr Level Up. Damit jetzt auf 0, kriegen aber Ironheart 2 direkt spielbereit. Dann möchten wir Patriot dazu holen, geben dafür einmal Kraft der Führung aus, er ist eine Führungskarte und packen dann Vivian mit weg. Ironheart ist ein Champion, deswegen wählen wir sie, ihre Basiskräfte sind alles um 1 erhöht. Dann aktivieren wir den Photonenblaster, diesmal für 2. Der Photonenblaster und die Schubdüsen, die wir ganz am Anfang weglegen durften, werden mit jeder, je höher unsere Version wird, wir haben bis zu 3, desto mehr Schaden bzw. Widerstand machen die. Dann leisten wir Widerstand mit Patriot. Er kriegt 2 Folgeschaden. Dann leisten wir Widerstand mit Ironheart. Das hier ist komplett weg. Dann ist mein Zug soweit fertig, das heißt wir enttappen wieder. Ja, ich nutze Magic-Begriffe. Wir legen
eine Karte ab, ziehen dann 3 auf. Dann kriegt Rhino wieder sein Dingens. Er greift uns an. Ich werfe mit Patriot diesmal ab. Das sind 3 Schaden. Patriot ist weg. Dann kommt die Begegnungskarte. Rhino wird C. Und dann geht's weiter. Das sagt mir nicht, dass es gerade nicht offen ist. Ich hoffe, dass es noch aufnimmt, wenn nicht. Dann werde ich halt einfach sagen, wie es ausging. So. So, dann möchte ich den Photonenstoß spielen. Gebe dafür 1 und 2 aus. Das heißt, wir machen ihm 4. Moment. Ich habe hier voll den Plaster, um das C wegzumachen. Dann machen wir ihm 4 Schaden. Erhalten eine Fortschrittsmarke. Dann spielen wir alles. Das können wir nicht. Dann wechseln wir zurück zu Riri. Geben das hier aus, packen das dazu, um auf 3 zu gehen. Ich hätte vorher nochmal angreifen sollen. Ja, wir haben dann vorher nochmal angegriffen. Um das Ganze noch auf 2 zu setzen. Dann soweit fertig. Jetzt tappen wir wieder. Ziehen 1, 2, 3, 4 Karten noch. Dann kommt wieder eine Bedrohung drauf. Rhino plant für 3. Das heißt, er ist wieder bei 5. Wir kriegen eine Begegnungskarte. Hey, ein Hydra-Söldner. Und er hat Wache, das heißt, so wie es drauf steht, wir können dem Schurken keinen Schaden zufügen. Wir sind dran. Hier haben wir die beiden Sachen, damit wir bei 5 sind. Dann möchte ich Überflug spielen. Gebe dafür die beiden hier aus.
Jupp. Moment. Wir müssen natürlich erst zurückwechseln. Überflug. Entfernen 3 Bedrohungen von hier. Kriegen einen weiteren Marker. Machen dem Kerl hier 2 Schaden und dann nochmal 2 Schaden, damit ist er weg. Dann aktivieren wir das hier, packen uns weg, kommen zurück. Kriegen hier noch ein C. Dann sind wir hier jetzt bei 8. Wir greifen erstmal an, damit geht Rhino in seine zweite Phase. Wo er jetzt 15 Leben hat, das heißt wir setzen ihn wieder hoch. Dann werden wir jetzt alles geben. Geben dafür die 2 Karten hier aus. Und hier beim Vorstoß ist die Blitzressource dabei, die wir dafür brauchen. Und mache ich mal kurz in Höhe unserer gemeinsamen Werte Schaden. Das heißt 8. Das heißt, er ist auf 7 jetzt mal schnell runter. Dann wären wir soweit fertig. Ziehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten auf. Dann kriegt Rhino hier wieder einen drauf, greift uns an. Das lasse ich durch, weil wir C sind. Das wären 5 Schaden, aber weil wir C sind, kriegt geht die C-Karte weg, dann kommt die Begegnungskarte, ist falscher Alarm, wir werden verwirrt, das heißt wir können vom Plan nichts runternehmen, aber Rhino ist am Ende. Wir greifen für 3 an, das heißt er ist auf 4. Dann spielen wir den Photonenstoß. Dafür geben wir den Geniestreich und Vorstoßen aus. Kriegen theoretisch noch einen Fortschrittsmarker und ziehen eine Karte. Aber das sind jetzt noch 4 Schaden und damit war's das. Ironheart muss halt nur in ihre letzte Form kommen und dann ist sie perfekt. Vor allem, weil ich einfach hier jetzt sagen könnte, 2 Schaden für jeden Fortschrittsmarker, den ich runternehmen kann, 2 Schaden. Das heißt, nächstes Mal geht's real weiter. Tschö mit Ö.